So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession hier zu Resident Evil 3. Ich habe Jill ist schon am Start und wir gucken jetzt mal ganz kurz, was wir tun müssen. Der Strom des Fahrstuhls wiederherstellen, nach Sicherung suchen, 1 von 3. Eine haben wir schon gefunden, das 2 müssen wir noch finden. Das ist jetzt eine mathematische Hochleistung von mir. Muss ich einfach mal so mich selbst loben, mich selbst beweihräuchern. Mein Weihrauch ist alle, leider. Und wir müssen, wir sind in einem Safe Room, der ist hier, ist alles rot. Ich krieg's kotzen. Da war ja so ein seltsames Rätselsystem hier. Ich erinnere mich beim letzten Mal. Ja, cool. Nice. Was haben wir noch dabei? Lass kurz gucken. Ein grünes Pflänzchen, das ist gut. Die Magnum, das ist auch gut. Kann man so lassen. Die würde ich mal mitnehmen, die Pistole, einfach mal um zu gucken. Gucken wir, was noch in der Kiste so ist. Für euch ist ja die letzte Folge wahrscheinlich erst mal ein paar Minuten her bei YouTube. Oder einen Tag. Und für mich ist es aber schon wieder jetzt ein paar Tage vergangen. Deswegen muss ich jetzt mal gucken. Mega viele rote Kräuter, ne? Sag mal rote Kräuter. Das ist die Mehrzahl. Der Plural. Ja, Kräuter ist der Plural von Kraut. Das ist sehr gut. Ich weiß, man könnte diese Items wegschmeißen hier. Aber das ist immer so ein... Ich finde es gut, sowas zu haben. Da ist ja, das habe ich schon alles geschafft. Kennlos Schlüssel. Weißt du noch damals? Kennlos Schlüssel. Was wir den gekriegt haben. Hier ist noch Mac-Munition. Achso, wir haben gesagt, wir lassen die drinne. Genau. Und nehmen ein Magazin voll mit. Genau. Hier ist noch Schießpulver, das lasse ich auch erstmal alles so, wie es ist. Das war eine gute Sache eigentlich beim letzten Mal. Gespeichert haben wir ja, wir haben ja gerade geladen. Genau, und jetzt müssen wir gucken, welche Richtung wir gehen müssen. Hier, kommen wir her. Weil hier ist alles blau. Vermute ich auch mal. Und, dann gehen wir jetzt hier lang. Die Granate brauche ich. Ist die geladen? Ja. Ich bin geladen, Junge. 7 Schuss noch drin. Die müssen wir dann wechseln. Und wir lassen die mal hier, die 7 Schuss. Das ist Blödsinn. Wir machen dann unser Inventar, klumpen uns voll. Obwohl die G19 haben wir schon echt gut aufgebaut, finde ich. Also die hat ja alles schon dran. Man kann diese Anbauteile leider nicht runternehmen und auf die G18 bauen. Aber die G18 würde ich gerne mal ausprobieren, ob die besser ist, weil die hat halt Feuerstöße. Da hast du nicht nur einen Schuss, sondern 3, die vielleicht im Ziel ankommen. Oder daneben, je nachdem. Wahrscheinlich eher daneben als im Ziel, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Hier so, Kombination, Schnellzugriff auf die 1, bitte. Genau. Cool. So eine MP, würde ich sagen, so eine kleine MP ist das. So, alles klar, gut. Wir brauchen Sicherungen. Die Sicherungen sind meistens bei den roten, da unten ist einer auf jeden Fall. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir da hinkommen. Durch einen beherzten Sprung. Obwohl, da geht es eine Treppe runter. Ich weiß nicht, warum ich da springen soll jetzt. Oh, wir können hier lang und da lang. Vielleicht geht das. Ach ne, da kommen wir nicht runter. Doch, ein beherzter Sprung. Wir brauchen einen beherzten Sprung. Zum Glück hat Jill ihre Knie-OP gut überstanden. Deswegen können wir runterspringen hier. Auf allen Vieren gelandet. Es ist natürlich sehr dunkel. Achso, diesen Kackbier. Deswegen habe ich die Magnum dabei. Ich habe vorhin überlegt, warum ich die Magnum dabei habe. Aber ob der Sprung jetzt so klug war, das ist wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig. Weil. Jetzt ist natürlich der Fahrstuhl da oben, ne? Oha. Eventuell müssen wir gleich nochmal laden. Ist da vielleicht in eine ausweglose Situation gebracht? Ach ne, Quatsch, hier hat der Schalter hier unten. Wie tut? Jetzt müssen wir so geile Fahrstuhlmusik kommen. Ich muss mir mal so ein Streampad, wollte ich mir immer mal besorgen. Wir twitchen das ja gerade quasi. Ist das mittlerweile ein vernünftiges Adjektiv? Twitchen? Kann man das so sagen jetzt? Weißt du sagen? Ich weiß nicht. Meine Twittern gibt's ja auch. Twitch, also ich führe jetzt das Wort Twitchen ein. Das heißt, du tust bei Twitch Stream twitchen. Macht Sinn, oder? Finde ich gut. Und auf jeden Fall können wir eigentlich hier hochfahren. Waren wir hier schon? Ach, hier ist eine Sicherung, guck mal. Ah ne, hier muss eine Sicherung rein, ne? Ja, ich bin auch schlau. Wir können mal hier hochfahren, das ist ja gut. Ja, genau, das Wort Twitchen, ja. Ich wollte mir mal so ein Stream-Deck besorgen. Also so quasi so ein, das ist so ein Tablet. Da hast du dann verschiedene Aktionen draufgelegt. Da kann ich mich zum Beispiel
muten zum Beispiel. Oder eventuell auch vielleicht mal so einen kleinen Jingle einführen, also einen kleinen Fahrstuhlmusik-Jingle. Wäre vielleicht mal interessant. Oder so, hier. Erdogan, Götze Oerde hier mit seiner Sendung Gefragt gejagt hier, und der macht dann irgend so ein Jingle oder was. Vielleicht wäre das gar nicht mal so uncool. Da gab es mal so eine Sendung, die hieß. Wie hieß die denn? Da ging es immer so, wir haben 100 Leute gefragt, was reimt sich auf Hund? So, und dann standen die Kandidaten so gegenüber und sagten die dann Sand. Und dann ging's dö. Leider hat es niemand gesagt. Wie hieß denn diese Sendung? Ah. Familienduell, genau. Das kam damals immer. Also wo ich dann noch damals zur Schule gegangen bin. Damals, also da, wir hatten schon Fernsehen, war zwar schwarz-weiß, aber wir hatten Fernsehen. Und da kam diese Sendung immer, wo ich nach der Schule, kam die immer. Und danach kam MacGyver. In der Tat. Und das habe ich so in der Reihenfolge geguckt. MacGyver. Und, ja, da kam, glaube ich, dann irgendwann nach Stargate. Und dann kamen ein paar Dreckfilme und so. Also man kann schon sagen, dass ich den größten Teil meines Wissens aus dem Fernsehen habe. Ist gut oder schlecht, sei da hingestellt. Dann fahren wir hier hoch. Wir haben es ja relativ früh am Morgen, es ist 9:30 Uhr. Morgens 9:30 Uhr in Deutschland, Knoppers. Das ist auch so eine Sache, man ist voll so werbegeprägt, ne? Ich denke an 9:30 Uhr, ich gucke auf die Uhr, gucke 9:30 Uhr. Und da habe ich sofort diesen Werbedings im Kopf. Das haben die so uns so, die haben uns so konditioniert damals. Was? Ich weiß jetzt auch noch nicht so genau, was ich hier mache. Aber ich fahre einfach mal hier ein bisschen rum. Da ist ein rotes. Da ist eine Sicherung. Hier gibt es kein Steuerpad. Hier kann ich runter. Muss mal gucken, wo man sich hier breit macht. Ach, guck hin. Aber hier passiert doch bestimmt irgendwas, oder? Wenn ich... Wir dürfen die Räume auch nicht außer Acht lassen, also mit vom Loot her. Ich hab's gehört. Where is it? Ah! Oh, ey. Ey, ich will nicht schon wieder sterben. Alter, mit dem habe ich überhaupt nicht gesehen jetzt. Den habe ich ja gar nicht gesehen jetzt. Fuck. Na, so eine Scheiße. Ich hoffe, alle im Stream haben sich einen Kaffee besorgt. Das war jetzt natürlich schlecht, um nicht zu sagen scheiße. Eigentlich. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe den gehört. Also ich habe so irgend so ein Vieh gehört. Ganz klar. Hat wahrscheinlich jeder von euch. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so ein Dreckvieh ist. Und wenn die sich einmal im Maul haben, kommst du dann nicht mehr raus. Ist egal, wie viel Leben du noch hast. Also da gibt's kein Vertun. Leider gibt's diesen Angriff mit dem Messer nicht, den Claire hatte bei Resident Evil 2. Tja.
Jetzt habe ich aber so viel gequatscht und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da hingekommen bin, ehrlich gesagt. Ein, zwei Granaten hat sich das Vieh erledigt, eigentlich, so gesehen. Hier komme ich nicht runter, ne? Ne. Ich musste quasi hier runterspringen, das war auf jeden Fall richtig. Das war richtig. Können wir kurz die Sicherung reinstecken. Dann ist sie weg. Schon mal. Aus der Tasche. Gut, dass die durchnummeriert sind. 1, 2, 3, 4. In Deutschland war es durchnummeriert. So, wir rufen mal diesen. Kurz mal rekonstruieren, wie ich da hingekommen bin eben. Schwierig. In der Tat. Warte mal, bin ich eben gerade überhaupt hier hochgefahren? Ich glaube nicht, ne? Hier ist ja nichts. Nee. Und doch hier. Genau, hier war der Hund. Also Hunde. Hunde sind kacke bei Resident Evil. Wir werden auf die wechseln hier. Die kleine. Nennen wir sie Claire. Weil die klärt das. Oh, scheiße. Oh, was ist denn das? Oh, ein Koffer, der habe ich auch gar nicht gesehen. Cool. Munitionshalter für die Flinte. Das heißt, mehr Munition für Dave. Oh. Combine. Habe ich gar nicht gelesen. Ah, fuck. Ah, man muss immer lesen, was da steht. Entweder ist die jetzt halbautomatisch. Vier Schuss sind drin, sechs Schuss können wir jetzt einladen, oder was? Na gut, so viel. Also, in der Beschreibung steht, Streuung macht sie gut gegen mehrere Gegner, aber sind so schlimm, streut die gar nicht. Aber die hat halt guten Damage. Die Schrotflinte. Die mag ich bis jetzt am meisten, die Schrotflinte. Aber also, so bei Far Cry und so habe ich auch mal gerne mal ganz gerne mal eine Schrotflinte. Aber es halt, die hat halt nicht so viel Reichweite. Aber bei welchem Spiel war die nicht? Ach hier, bei Outriders war die gut. Rotflinten sind da echt. Hier, komm mal her. Hier liegen überall Leichen. Okay, hier geht's ja nicht runter. Geil. Das wusste ich nicht. Darauf einen Schluck Kaffee. Kaffee muss sein. Leider. Weil sonst schlafe ich hier ein. Instant. Instant schlafe ich hier ein. Dann hört er mich nur noch schnarchen. Also Streams gibt es auch, ne? So Streams bei Twitch. Also, wir haben ja gerade das Wort Twitchen erfunden. Streams bei Twitch gibt es auch. Wo Leute sich beim Schlafen filmen. Hier quasi twitchen. Ich weiß nicht, wer guckt sich das an? Wie kaputt muss man sein, um sich das anzugucken? Was hat man denn davon? Ach schön, hier ist so, was? Da schläft jemand. Oh geil, da schläft. Es gibt LKW-Fahrer, die filmen ihre Tour. Kann ich noch einsehen irgendwie. Obwohl mir das auch ein bisschen zu viel Relife wäre, aber es steht ja auf einem anderen Blatt, was das für mich bedeutet. Kann ich aber auf jeden Fall akzeptieren. Was ich aber nicht akzeptieren kann, wenn Leute sich beim Schlafen filmen, das weiß ich nicht. Das ist nicht, verstehe ich nicht. Kann ich nachvollziehen. Weder nachvollziehen noch kann ich das. Ich meine, gut, man muss es akzeptieren. Weil hat er eh keine Handhabe dagegen. Haben wir noch Schießpulver? Hatte ich irgendwie übersehen beim letzten Mal. Was? Hat das übersehen? Dave, du hast da Schießpulver übersehen. Ah ja. Genau. Wir halten uns mal hier in der Ecke. Die Zombies brauchen eine Sekunde, bis sie raus sind. Ja. Ich hab's gewusst. Komm raus, Dreckvieh. Guck mal. Eins. Mach's Maul auf. Mach's Maul auf. Mach's Maul auf. Komm mal auf. Nein. Fuck. Verpiss dich. Ah, es wird teuer.
Okay. Das habe ich, es war nicht so gut, aber es war das Einzige, was mir eingefallen ist jetzt. Auf die Schnelle. Also denen auch noch ein paar Granaten zu drücken. Wir haben jetzt natürlich nur noch 2 Granaten, aber ich hoffe, wir kriegen noch welche. Notfall hätten wir noch Sprengpulver in der Kiste. Hier ist noch ein grünes Pflänzchen. Das könnte ich mir mal einverleiben. Wir haben so viele rote Pflänzchen, das ist ja so cool, wenn ich die jetzt dabei hätte. Aber wir haben natürlich ein sehr kleines Inventar bei Resident Evil. Das ist blue. This room is blue. Bei Resident Evil hat man ein relativ kleines Inventar. Die kriegen am besten Schaden. Die sind so eklig, wenn die das Maul aufmachen. Sonst kriegen die ganz, ganz wenig Schaden. Das habe ich damals aus einem Brief erfahren. Von einem Mitarbeiter. War ich gut. Also kannst du davon ausgehen, dass jede Sicherung so, so abgesichert ist. Sicherung ist abgesichert. Vermutlich. Schießpulver. 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 Schön. Nicht gut. Guck mal hin. Aber wir müssen leider irgendwas kombinieren. Ja, wie war das? Flintmunition. Kombiniert mit Schießpulver ergibt Flintmunition. Genau, combine. So, die Frage, ob wir komplett jetzt Flinte draus machen. Ich denke mal, wir machen das. Dann ist das der Müll aus dem Inventar. Und wir müssen jetzt nicht zur nächsten Kiste rennen. So, genau. Und wir brauchen es ja eh. Im Endeffekt. Aber 6 Schuss haben vorher auch schon reingepasst, oder? Ich hab 6 Schuss haben vorher auch schon reingepasst. Also ist die jetzt halbautomatisch. Ich will jetzt nicht rumballern. Wie so ein Besenkter. Weil das kostet natürlich alles. Das ist das Beste, was es gibt, ist hier ausweichen. Okay, ohne Witz. Wenn du das richtig machst, dann bist du auch gut. Dann kriegst du auch kaum Schaden. So, dann bleibt noch eine Sicherung, die wir finden müssen. Das wäre da bestimmt, oder? Da ist rot. Da. Könnte das sein, dass es da ist? Da, da, da. Hat man so eine Band gesungen? Bin mir nicht sicher, dass man... Wir kommen, glaube ich, hierher. Natürlich schwierig. Wenn man keinen Überblick hat, richtig, über die Gegebenheiten. Da leuchtet es rot. Kommen wir aber her, glaube ich. Da liegen nämlich die. Da lag die Kiste. Mit dem, warum liegt der hier rum? Ist tot. Liegt das vielleicht daran, dass wir in einer Zombie-Apokalypse sind, dass der tot ist? Hier ist gar kein Schalter zum Runterfahren. Das erste Mal alles aufgegangen. Habe ich hier schon gelootet gehabt eigentlich? Yes. Yes, yes, yes. Oh ne, das ist noch rot. Einen Screenshot von so einem Hund machen, was ich das letzte Mal gemacht habe. Screenshots können wir auch hier brauchen. Da habe ich es schon rausgezerrt. Also ist das da auf jeden Fall richtig. Da unten ist es das. Das ist unsere Possibility. Da müssen wir hin. Okay, lass mal kurz gucken. In welche Richtung gucke ich hier? Wie können wir da hinkommen? Hier ist eine Leiter auf jeden Fall. Büro. Mal hier runterfahren. Ist 100%ig, die Sicherung ist 100%ig encountet auch. Von Kaulquappen und das ist nicht alles. Ein Viecher. Fahren wir hier runter. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist. Eher nicht. Ne, hier müssen wir jetzt wieder am Anfang. Aber das ist nicht so schlimm, weil da können wir einmal erstens mal die Sicherung hier reinstecken. Und zweitens mal wirklich mal zum Kiste gehen.
und uns ein rotes Kraut holen. Weil eine noch, dann haben wir's. Wir sind gerade mal 20 Minuten am Spielen. Theoretisch. Hier komme ich wieder nicht hin. Wir haben 100 Leute auf der Straße hier gefragt, wird Dave das schaffen, die Sicherung zu finden? Gar nicht hin zum Safe Room oder was? Hä? Seltsam. Na gut, egal. Weiter geht's. Lass uns da nicht aufhalten. Also in den Bereich müssen wir kommen. Das ist der Hund. Den Bereich kenne ich. Wir könnten es kurz aus der Kiste ein Kraut holen, aber egal. Wir haben noch zwei Kräuter. Ich will die jetzt nicht verschwenden, deswegen nehme ich jetzt keins. Wo die sich immer im Bauch hält. Aber kann sein, dass sie einfach nur Verdauungsschwierigkeiten hat. Von daher finde ich es gar nicht so schlimm. Hier geht's runter. So, und da ist unsere Sicherung. Das ist hier mein. Und da hinten war eine Leiter in die Richtung. Wir müssen da irgendwie drauf kommen, irgendwo. Vielleicht. Maybe. Das steht uns natürlich so ein Container schief. Da kann sie nicht hochklettern, glaube ich. Nee, da kann sie nicht. Also zu fett dazu. Ach, guck. Ach, guck. Das ist neu. Überblick verschaffen. Da müssen wir dahinter. Man kann ja nicht hier drüber springen, das geht ja natürlich nicht, gell? Das ist ganz klar. Guck mal, da ist nämlich der, da ist rot. Da ist die Sicherung. Da ist die Leiter, wo wir lang müssen. Und da ist eine Tür. Also wahrscheinlich müssen wir irgendwie durch die Tür durch. Also gehe ich mal hier gucken. Da ist die Tür. Jetzt ist die bestimmt verschlossen, pass auf. Oh nö. Wie einfach. Mensch, ich bin ja Pro-Gamer. So, jetzt die Frage, ob da, wenn ich jetzt hier runter... Wenn ich hier runter gehe, dann kommen bestimmt irgendwelche Viecher. Also ich will mal das eine Kraut nehmen. Dass wir gesund sind. Das ist Schießpulver. Pack ich mal ein. Oh! Die vier sind echt kacke. Ich hoffe, das war das einzige. Wahrscheinlich nicht. Und die letzte Sicherung gefunden. Okay, das war's. Ja, geil, Jill. Du bist die Beste. Wenn kein anderer da ist. Oh. Ne, Jill ist schon top. Ich mag Jill. Was ich nicht bei Jill mag, ist diese Klamotte, die sie im Resident Evil 1 anhat. Das ist ja wohl... Bleh. Wer so ein Barett trägt, und diese Schulterklappen. Da hatten sich das ausgedacht, In welcher Epoche haben die so einen Quatsch getragen, die Leute? Also jetzt hier so im Militärbereich, das habe ich noch nie gesehen. Vielleicht irgendwie in dritte Welt, oder hier Uganda oder was weiß ich. Da haben die vielleicht solche Klamotten an. Aber nicht hier doch in Amerika, hier, da hat sich damals der Entwickler nicht mit. Also das weiß ich nicht. Das sieht komisch aus, das möchte ich auch nicht. Ich habe euch Resident Evil 1 gespielt und da haben wir dann auch, ich da eine andere Klamotte angezogen. Zum Glück ging das in der HD-Version.
Es ist nicht überall noch rot, gell? Wir haben bestimmt 1000 Millionen Sachen noch übersehen. Aber ich möchte es auch nicht euch zu lange aufhalten oder langweilen. Deswegen. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness.